Neander. Hier fliegt irgendwas mit anfangen. Ja, nicht. Schon, dort hinten vielleicht. Aber tief runter. Ein Wookie. Hallo, ich bin der wandernde Wookie. Eine Leidenschaft für das Reisen führt mich durch die ganze Galaxis. Wenn du also unterwegs bist, halte ruhig die Augen und nach mir offen. Hier wird mir richtig mulmig, das ganze ständige Blitzen, die großen schwebenden Steingebäude, seltsame Geräusche überall. Dies wird mein einziger Besucherwechsel bleiben. Hier deine Pest für uns. Ah, du hast mich gefunden. Hier wird mir richtig mulmig, das ganze Blitzen und ja, das hatten wir schon. Ah, ja. Gibt es ja noch Möglichkeiten, andere den Thron zu verhindern? Wie soll das was werden? Ah, hier haben wir es noch zu Ding. Das könnte was klappen. Vielleicht bauen wir es ein bisschen in die andere Richtung. Eine Erschöpfung. Das ist ja lächerlich. Verdammt. Verdammt. Verschwingst du in die falsche Richtung. So vielleicht.
Ich sehe nichts. Kamera. Und natürlich Tonfähigkeiten. Hier müssen wir den Ton voll kriegen, damit wir um den Kran wieder aktivieren können wahrscheinlich. Kanadua! Haka und Tuskinta! Thronparty. Jetzt habe ich Sitz der Macht. Die Stimmung hat sich dank unseres Handarbeiter, am Thron sichtlich verbessert. Ist der Imperator aus dem Haus, sollen diese spielen. Wow. Hat die Star Wars Musik. Konfetti. Hier sind wir wieder. Fantastisch. Das wird nicht lange dauern. Großartig. Techno. Der Darth Vader mit dem Weihnachtspulli auf dem Thron mit dem. Einfach großartig. Gucken wir noch ein schönes Bildchen. Fürs Thumbnail. Kann ich raus. Kann ich rauszoomen. Schluss mit Party im Sith-Tempel. Auf nach oben. Gehen wir mal zu einem anderen Planeten. Ich bräuchte mal eine kleine Platte. Okay, haben wir neue Schiffe.
Kennen wir jetzt, können wir jetzt kaufen. Okay, Kanonenboot. Warum nicht? Den Weihnachtswookie könnten wir auch mal spielen. Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie gehört. Würden die Wookie als den Schurken und vielleicht gegen Lando tauschen. Der Chewie hier am Lebenstag ist ein Weiß, ein ganzen Weiß. Finde ich auch nicht schlecht. So. Dann würde ich mal sagen, Coruscant haben wir schon gemacht im letzten Stream. Tatooine haben wir auch schon zu Genüge erkundet. Mustafa wäre jetzt noch ein Ding. Ansonsten Endo. Endo hätte ich Interesse. Dunkle Evox. Das war noch gut. Das dunkle Evox. Das sah nicht schlecht aus. Spooky Kampfschiff. Dunkle Evox. Es gibt bei mir übrigens neue Tipps. Nur falls ihr mal vorbeischauen möchtet. Okay, warte, ich glaube, wir reisen gleich lieber nochmal zum. Erstmal nach Mustafa, dann können wir hier das Ende machen. Wo wir hier heute enden. Auf Endor. Ist doch ein gutes Ende für das Spiel. Charaktere wollte ich wechseln. Den Weihnachtstree. Großartig. Konnte man sich mit einem Code freischalten. Habe ich durch meinen Stream gezeigt. Dann fliegen wir erstmal nach Mustafa. Da gibt hier noch einige andere Sachen. Aber ich denke, das sind die interessantesten Planeten. Hoff könnten wir noch machen, das ist gar nicht schlecht. Am Mustafa und Endor würde ich heute noch machen. Vielleicht finden wir noch ein paar Nebenquests. Wo finden wir ein gelungenes Ende? Auf Endor. Nie in einem Lager auf Mustafa. Das Ende von der Prequel-Trilogie hat man hier. Wo Anakin zu Darth Vader wurde. Haben wir zwei Enden jetzt hier. Haben wir das Finale von Teil. Eigentlich haben wir heute die Endplaneten gemacht. Das ist doch super zum Abschluss. Einmal hier das Sith hier, das Exegol-Dings, da hat Episode 9 die Sequel Trilogie geendet. Jetzt machen wir hier Episode 3, das Ende auf Mustafa. Und dann am Ende nochmal Endor, wo die Originaltrilogie endete. Das, wenn das mal ein gelungener Abschluss ist. Au.
schauen wir mal, was wir hier auf Mustafa noch finden können. Ich hörte Geschichten von Planeten, die mit sogenanntem Eis bedeckt sind. Es soll das auf dem Vulkanplaneten gar nicht sein und überall ist es kalt. Verrückt. Allein die Vorstellung. Tja, kommt der Dürrer. Au. Okay, wir haben mal den Schildzug los. Wahrscheinlich gar nicht. So heiß hier drin. Ich spüre, wie meine Rüstung schmilzt. Ich schwitze das so stark, dass gerade mein Helm beschlagen ist und ich kaum sehen kann. Ich fühle mit dir. Ist gerade auch bei mir ziemlich heiß. Planeten wie dieser ziehen nur ganz bestimmte Leute an. Ich meine, ich habe hier noch nie jemanden gesehen, der eine Schule oder eine Eiscremefabrik bauen wollte. Nein. Es sind immer Minen oder geheime Hauptquartiere oder große, furchterregende Schlösser. Tja. Oh, gibt's was zu sehen? Das Käfer fliegt hier los. Wusste ich doch. Ist aber stark. Er hat einiges aus. Hätten das Viech noch aus. Sie rückt einfach nicht. Die anderen sind schon beim Mittagessen, aber ich komme nicht an meinen Schlüssel ran. Genau deshalb hasse ich den Hausfloh auf der Arbeit. Hausfloh auf der Arbeit, das ist ein Floh. Na toll. Das hilft nur. Kniet vor Imperatoren Palpatine. Ich könnte ja. Ich bin jetzt böse. Ablenken beide Flüssen. Bah! Wie? Wir sind ein riesiger Floh. Raus mit dir. Das kann ich gut verstehen. Flieh, Flo. Ich glaube, wir haben deine Schlüssel wieder. Oh nein, der Flo ist wieder da. Das ist deine Schlüssel. Sicherlich behilflich sein. Oder auch nicht. Das hat ja viel gebracht. Ach so, hätten wir auch hin gekonnt. Das wäre auch ein Weg gewesen, den wir finden hätten können. Hätten wir den Floh nicht wegscheuchen müssen. Wo war ich eben?
Können wir den etwa reiten? Ich bin mal hier weg. Wen haben wir noch so im Angebot als Charakter, den wir noch nicht gespielt haben? Konduko haben wir noch nicht gespielt, von den Bösen. Nein, denn lasst uns beginnen. Der mit seinem krummen Laserschwert. Oh nein. Brauchen wir Schurken für. Wenn ich nicht zurück in den Pausenraum darf, dann dürft ihr es schon gar nicht. So, wie wär's hier? Wollen wir uns mal einen Schurken suchen? Ein Schurke. Nee, ein Bösewicht brauchen wir. Da haben wir gerade, glaube ich, keinen. Wen wollen wir denn noch spielen? Den Tarkin zum Beispiel. Den können wir noch mal spielen. Oben, unten, oben, unten. Nice. Dann geht die Party. Party im Außenraum. Ich habe gehört, dass einige große strukturelle Veränderungen bevorstehen. Ich frage mich, ob das etwas mit all dem Geschrei und der Lichtschwerterei zu tun hat, die vorhin aus dem Hauptsitz kamen. Das kann gut sein. Stein. Party im Pausenraum. Fantastisch. Wird auf dem Tisch getanzt. Nur die Super-Elite darf den VIP-Bereich hinter dem Vorhang nutzen. Ich weiß nicht, was besser unterginge. Das VIP-Motorenöl oder der Klatsch. Und ich will noch etwas sagen. Diese VIPs lassen ihr Zeug immer rumliegen. Ich finde ständig Monokel, Zylinder und scheinbar nutzlose Schlüsselkarten. Und sowas schimpft sie. Monokel und Zylinder? Wo? Mit dir schon ich bin froh, dass der Typ, der die alte Bude auseinandergenommen hat, nicht mehr rein darf. Die Renovierungen wurden aus dem Motorölbudget bezahlt. Cooler Pausenraum habt ihr hier. Da brauchen wir einen Druidenflur. Oh, hallo. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Und noch nicht. Ich nehme mal durch. Tja, relativ unnützig. Das war äußerst unangenehm.
Okay, was gibt's hier noch zu sehen? Da kann keine Runde explodieren. Bomben meine ich. Autsch. Das hätte mich fast Kopf und Kragen gekostet. Das hat sich Kopf und Kragen gekostet. Was haben wir hier? Ihr seid auf dem Weg zum Lavabecken, oder? Wenn ihr über diese Plattformen springen wollt, um an das Küber zu kommen, schlage ich vor, dass ihr euer Begehren nach Küber... Nee, niemals. Wo muss ich lang? Falsche Reihenfolge. Verstehe nicht ganz. Oha, ab ins Lavabecken. Das war knapp. Nur fast geschafft. So, wo sind wir jetzt hier? Können wir auf eine dieser Plattformen drauf? Ah, hier ist einer. Oder auch nicht. Lava-Plattform rennen. Lava-Plattform jumpen, Mann, ja. Nein! Ah, schöner Checkpoint. Oh, verdammt. Die schönen Steinchen. Schön daneben springen. Wir verlieren alle unsere Steinchen im Lavabecken. Nein. Hätte ein Doppelsprung was gebracht. Im Herz da doch gut Doppelsprung. Verdammt! Nein! Ich hing doch schon dran. Hat er gezählt? Verdammt! Das Münzengrab. Gleich keine Münzen mehr.
Was soll denn der Blödsinn? Ich glaube, hier ist ein Doppelsprung nicht erwünscht. Oder schon, oder auch nicht, oder ich weiß nicht. Meine Güte. Schön dranbleiben. Nein! Beim letzten Verbiet jetzt hier. Meine Fresse. Jetzt im blauen Stein. Ich sehe es schon. Kurz zum blauen Stein dürfen wir jetzt nicht aufgeben. Nein! Zu blöd zum Springen. Jump and Runs halt. Zwing nur ein Jump and Runs. Warum zu fick bin ich jetzt wieder hier? Ach komm, lass es gut sein. Den blauen Stein kriegen wir nicht. Ich gehe wieder zurück. Das ist nicht wert. Nein.